Erstmal hier die Brücke. Das ist das Beste. Die beste Musik für so ein Level. Ich liebe einfach Yoshi's Island. Richtig geniales Spiel. Habt ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt, als ich den Hack gespielt habe dazu. Das hat mir richtig gefallen. Okay, hier darf ich bestimmt... Ach nee, hier habe ich ja sowieso kein Secret Exit. Nee, nee. Aber was? Kommt da einfach so ein Knack-Leon aus dem Boden raus? Ich glaube, es geht los. Okay. Ist schon ein bisschen gefährlicher geworden hier. So, ich habe jetzt zwei. Ich wollte mal gucken, ob da links noch eins ist. Hui! Nein! Das ist schon gefährlich. Achtung! Yeah! Oh! Okay, hier ist nix. Ich finde das aber echt liebevoll gemacht hier. Haben die super hingekriegt. Oder der, oder die, oder wer auch immer. Immer das hier gemacht hat. Kann ja sein, dass das von einer Frau ist. Obwohl Gate jetzt wahrscheinlich wieder sagen würde, nein. Frauen machen sowas nicht. Okay, wie mache ich das? Kann ich da fliegen? Kann ich die Viecher abledern? Komm mal her. Nö. Ist mir gerade noch ein bisschen schleierhaft. Ach nee, da unten ist wieder... Ja, muss ich wieder aktiviert haben. Okay, hombre. Koitime. Krieg ich das hin, wenn ich das so mache? Nee, da bin ich... Bats. Ich glaube, das Vieh kriege ich sowieso nicht kaputt. Kann ich drauf schießen, wie ich will. Ja, das war so eine normale Blume. Hätte ich mir eigentlich denken können. Habe ich aber nicht. Gut, das hätten wir geschafft. Okay. Ich habe ja immer das Gefühl, dass ich hier in so eine Röhre rein kann. Kann man aber nicht. Tourist Tips. Wild Gloom are very poisonous. It would be unwise to jump, to touch or jump on one. Ja, das ist normal. Hinterher wollen wir ja uns nicht vergiften. Deswegen wollen wir erstmal einen Bogen um die Viecher machen. Respektive abschießen, das bringt ja nichts. Ja, ich brauche auf jeden Fall den Laser jetzt. So. Ja, ja. Sure, sure. Tricky. Nee, das war doof. Was? Ich will da runter. Ach so, so ist es ganz einfach. Ja, dann machen wir das mal ganz einfach. Oh. Ach, Mann. Es wird schon ein bisschen voller hier, ne? Merkt ihr schon? Ich überlege gerade immer, welche Movesets diese Viecher gekriegt haben. Also diese Knackleons sind ja Maulwürfe eigentlich. Aber bei dem Bisasams bin ich mir gerade noch unsicher. Irgendwas, was stehen bleibt und Feuer spuckt? Vielleicht stehe ich auch nur gerade auf dem Schlauch. Normalerweise ist die Gegneranzahl bei Super Mario ja recht überschaubar. So. Ach so, da hätte ich hinterher noch durchfliegen können, aber ich habe ja leider keine Feder. Hm. Ist dann schon doof. Okay. Jetzt, sooner or later. Ach, geil. Wortspiel. Und hier ist wieder Chocobo angesagt. Ich glaube, wir gehen aber gleich ganz schnell ins Wasser. Sah zumindest so aus. Ja. Tourist Tips. All of the waste from nearby castles and mansions flows to this area. Watch your step. Ja, wir müssen hier durch die Scheiße warten. Das ist... jetzt nicht so angenehm, aber da wir nach Hause wollen. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, episch, geil. Sieht gut aus. Ist mega. Gefällt mir. Daumen hoch. Gibt es solche Strömungen eigentlich auch im Original Mario? Ich meine nicht, oder? Und ich brauche unbedingt mal den Switch Palace. Oh, geil. Das ist richtig genial gemacht hier. Mega klasse Level. Normalerweise hasse ich ja Wasserlevel, ne? Aber das hier ist schon genial. Macht schon Spaß. Okay, weg, 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 weg. Und jetzt rüber.
Zack. Und nach unten. Da ist auch schon der Midway Point. Okay, noch einen Blitz brauchen wir nicht. So, lassen wir uns mal runterfallen hier. Dass Carpador wirklich mal gefährlich werden kann. Das ist mal was Neues. Ich wäre erfreut, wenn die hier auch ein paar Custom-Bosse reingemacht hätten. Ich will mal gucken, vielleicht haben die das ja. Das wäre natürlich mega episch. Warum packen die so Stachelviecher in ihre Kanäle? Das ist doch doof. Nee, da werde ich definitiv runtergezogen. Oh, jetzt hoch. So. Ja, ihr merkt schon, ich bemühe mich, die ganzen Pokebälle hier zu finden. Ist auch wichtig. Wow. Wow. Hilfe. Okay, das ist eine Nummer schwieriger hier. Okay, warte mal. Ich glaube, ich mache das jetzt anders. Nee, ich lasse mich nochmal von oben runterfallen. So, schön mit Schmackes. So. Lief doch. Auf jeden Fall sage ich zu viel auf jeden Fall mal wieder. Wir brauchen den Switch Palace, sonst geht hier gar nichts mehr weiter. Und ich meine, dass wir dann wieder ganz viel mit Backtracking zu tun haben. Aber komm, die Levels sind ja so schön, die guckt man sich auch gerne zweimal an. Achtung! Hier, Lila ist, bringt dich um. Was ist fun? Try swim in Purp. Das ist ja geil gemacht. Try swim in Purp. Water is fun. Tastes like garb. Soda. It's not toxic or nothing. Not muck. Also es hat nicht Slimehawk geschrieben. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Normalerweise fand ich das Vieh ja immer recht unnötig, aber hier ist es doch ganz cool gemacht. Und vor allem diese Passage hier gefällt mir doch. Auch wenn die Zubats hier vielleicht ein bisschen nerven, aber das tun sie in jedem Pokémon-Spiel. So, wir hatten es geschafft. Fertig. Gewonnen. So, und wo geht's jetzt lang? Off the rails. Na dann. Oh Gott. You can get over these rails by riding on passing Ductrio. How they drive those things without hands is a mystery. Ja, hier kann ich bestimmt nicht so drauf. Ich muss auf dieses Lorenteil da springen. Hoffentlich brauche ich nichts aus diesen Kisten hier. Das war mit Secret Exit, ne? Es war mit Secret Exit. Okay, das ist, glaube ich, das gleiche Moveset wie diese großen Maulwürfe. Mhm. Ja, ich hatte mir nämlich gedacht, dass sie mir Damage machen, wenn ich daneben springe. Okay. Das sieht ordentlich. So, rüber. Jawohl. Oh Gott. Oh, oh. Ich habe immer noch keine Ahnung, was diese Dinger da mit den Kreisen sein sollen. Oh nein. Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll das funktionieren, Leute? Ist mir gerade ein Mysterium. Das muss doch irgendwie... Ach ja, hier. Ja, ja, ja. Habe ich wieder zu falsch... War ich wieder falsch? Habe ich falsch gemacht, Kerle? Schade. Absolutely no power-ups will be allowed beyond this area. We apologize for the inconvenience. Das macht ja natürlich nicht so viel Freude. Aber vielleicht kann ich den Scheiß ja exploiten. Nee, schade, geht nicht. Hätte ja sein können. So, und was ist jetzt los? Oh, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht.
So, jetzt gehen wir mal auf den Spuren von Donkey Kong hier spazieren. Oh Gott. Ja, ja. Wie sieht das eigentlich aus, wenn Pikachu stirbt? Ja, in diesem Motorboot sieht er natürlich ein bisschen anders aus. Oh. Gehen wir mal unten lang. Und als hätte ich es nicht geahnt, hier brauchen wir den Switch Palace, und, um weiterzukommen. Oder vielleicht kriege ich das ja auch mit einem Mini-Jump hin. Ja, hat geklappt. Aber für ganz unten brauche ich definitiv den Switch Palace. Wuhu! Oh, Leute, das macht echt Laune hier gerade. Also vom Design her, mega. Mega. Jawohl. Das ist super. Mega geiler Hack. Kann ich gar nicht anders sagen. Macht Spaß. Aber ich habe jetzt schon mindestens 2 Pokébälle ausgelassen. Ach. Teilweise kann ich mir das auch einfacher machen, indem ich das einfach nochmal mache, wenn ich den Switch Palace aktiviert habe. Sollte ich ihn jemals in diesem Leben noch finden? Nee, das hole ich mir, das hole ich mir, das hole ich mir, Freunde. Yay! Geniales Leveldesign. Also ich fand's super. Hat Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit hier. Super. Aber ich weiß immer noch nicht, wo verdammt nochmal soll der Switch Palace sein? Hätte ich bei dem ersten Level da das anders machen müssen? Ich gehe da jetzt nochmal hin und gucke mir das nochmal an. Ich gucke mir das nochmal an. Ja, ja. Ja, hier gehen wir rein. Kann ja sein, dass wir hier doch irgendwie weiterkommen. Und das wieder. Oh, lief ja sogar ganz gut. Was ist denn das für ein Esther? Okay. Also diese Totenkopfdinger, die machen mich sofort tot. Und diese Kreuze, die ziehen mir nur was ab. Ach so, bei diesen Punkten gehen die Gegner kaputt. So, kann ich hier durch? Ich habe ja schon mehr als 30 Münzen. Nein, kann ich nicht. Ich muss da alles wegsammeln. Joach, gerne. Tu dir keinen Zwang an. So. Okay, jetzt habe ich... Ich habe meinen Power-Up verloren, genau. Stimmt. Das hat ja auch noch gefehlt. So. Aber stimmt, auch für das hier brauchte ich den Switch Palace. Das ist... Wo finde ich den? Verdammt nochmal. Kann doch nicht sein, dass er hier ganz am Ende der Welt ist. Ach. Ja, vielleicht doch.